Grüß Gott, liebe Leute. Für heute, den Sonntag nach dem Champions League-Finale in Madrid, habe ich ein Video angefertigt, das sich einmal mit einem komplett anderen Thema beschäftigt. Ich habe überlegt, wie wir mehr Menschen für die ernsteren Themen interessieren können, mit denen sich dieser YouTube-Kanal sonst beschäftigt. Ich sage hier bewusst wir, weil ich euch mit einbeziehe, sofern ihr euch, so wie ich, auch eine größere Resonanz und Verbreitung meiner Videos wünscht. Eigentlich beschäftige ich mich meist mit Überlegungen, wie wir eine Welt schaffen können, in der alle Menschen dieser Erde glücklich leben können. Wenn wir heutzutage mit wachen Augen in die Welt schauen, können wir kaum umhin, uns einzugestehen, dass unsere Freiheit, vor allem unsere Meinungsfreiheit, unser Wohlstand und der Frieden in der Welt immer mehr bedroht sind. Daher ist mein primäres Anliegen, Menschen zu informieren und wenn möglich zu inspirieren, wie wir Verantwortung für die Freiheit, den Wohlstand und den Frieden unseres Volkes und der Menschheit übernehmen können. Auf die spezielleren Themen, mit denen sich die Videos dieses Kanals zu diesem Zweck beschäftigen, kommen wir am Ende dieses Videos noch einmal zurück. Dieses Video präsentiert eine umfassende Idee zum europäischen Profispitzenfußball, die zahlreiche Fußballfans begeistern dürfte. Wenn ihr Fußballfans kennt, die gerne über Fußball diskutieren, und vielleicht auch für die Themen dieses YouTube-Kanals offen sind, wären das die Leute, an die ihr den Link zu diesem Video weiterleiten könnt. Kommen wir also zur Sache für heute, zum europäischen Profi-Spitzenfußball. Seit ein paar Jahren hört man, dass es bei den europäischen Spitzenclubs Überlegungen gibt, ob diese nicht aus den nationalen Ligen austreten, um eine eigene Champions Liga zu gründen, in der dann nur noch diese Spitzenclubs im Liga-Alltag gegeneinander spielen. Das Interesse daran ist verständlich und genauso verständlich ist, dass die nationalen Ligen ihre Zugpferde und Spitzenclubs nicht verlieren wollen. Nun ist es durchaus möglich, diese beiden Anliegen unter einen Hut zu bekommen und sowohl die nationalen Ligen, wenn auch verkleinert, zu bewahren, als auch internationale Ligen zu schaffen, sodass es sehr viel mehr Begegnungen zwischen den europäischen Spitzenclubs unterschiedlicher Ligen gibt. Wie das funktionieren kann, schauen wir uns hier näher an. Die Idee ist, ein europäisches Ligasystem zu schaffen, das von ganz unten bis nach ganz oben vollständig integriert und daher durchlässig ist. Zu diesem Zweck müssten auf der Ebene der obersten Ligen jeweils einige der nationalen Ligen zusammengelegt werden, sodass insgesamt 10 erweiterte nationale Ligen, man könnte sagen, quasi nationale Ligen entstehen. Die Kriterien für die Schaffung dieser quasi nationalen Spitzenligen sind geografischer und demografischer Natur. Das heißt, die zusammengelegten Länder müssten relativ nah beieinander liegen und die Bevölkerungszahlen in diesen Spitzenligen müssten etwa möglichst gleich sein. Diese Aufteilung hier, schafft dementsprechend 10 demografisch ähnlich große Ligen. Also zum Beispiel Portugal, Spanien wäre eine, Frankreich, Belgien, Niederlande wäre eine, Großbritannien, Irland wäre eine, Italien, Schweiz, Österreich wäre eine, Deutschland wäre eine. Und im Osten das Ganze nochmal. Wenn jede dieser Top-Ligen 12 Fußballclubs umfasst, ist es möglich, einen Liga-Alltag zu schaffen, der etwa zur Hälfte aus Begegnungen in diesen quasi nationalen Ligen bestehen und etwa zur anderen Hälfte aus internationalen Begegnungen. Anders als bisher handelt es sich bei diesen internationalen Ligen jedoch nicht um Pokalwettbewerbe, sondern um echte Ligen, die zu einem Liga-Alltag der europäischen Spitzenvereine führen.
Eine Liga, die aus 12 Clubs besteht, ist einerseits zu klein, um ein ganzes Jahr mit genug Spielen zu füllen. Andererseits sind 12 Clubs wenig genug, um Champions und Europa-Ligen zu schaffen, in denen alle diese 12 Clubs mitspielen. Bei insgesamt 10 solcher europäischen Spitzenligen gibt es dann also insgesamt 120 Spitzenclubs in ganz Europa, die in den Champions- und Europa-Ligen spielen. Diese spielen etwa die Hälfte ihrer Spiele in den quasi-nationalen Ligen und die andere Hälfte in den parallel bestehenden internationalen Ligen, sodass im Endeffekt alle auf eine Anzahl von Spielen pro Saison kommen, die für alle Clubs machbar und attraktiv und für Fußballfans eine Art Paradies ist, in dem das Gewohnte weiter existiert und gleichzeitig der europäische Spitzenfußball stark ausgedehnt wird. Um auf eine solche machbare und attraktive Zahl an Ligaspielen zu kommen, könnten die Ligen als Vorschlag, wie auf der Kartenskizze zu sehen, zusammengestellt und insgesamt dann in 2 europäische Champions League und 2 Europa League aufgeteilt werden. Die 10 quasi-nationalen Ligen gehen wir gleich im Einzelnen, oder sind wir ja durchgegangen. Für den internationalen Fußball ist es dann erforderlich, jeweils 5 der quasi-nationalen Ligen zusammenzufassen und in Bezug auf die internationalen Ligen jeweils in 2 zu teilen, also eine praktisch Westen Champions League und Europa Liga West und das ganze Ost. Wenn wir die 5 westlichen und die 5 östlichen Ligen jeweils zusammenfassen, erhalten wir auf diesem Weg eine Champions Liga West, eine Champions Liga Ost, eine Europa Liga West und eine Europa Liga Ost. Jede dieser 4 internationalen Ligen wird dann aus 30 Clubs bestehen. Der Unterschied für den Liga-Alltag der 10 quasi-nationalen und dieser 4 internationalen Ligen besteht dann darin, dass die quasi-nationalen Ligen im Verlauf einer Saison wie gehabt ein Hin- und ein Rückspiel austragen, während die Clubs in den internationalen Ligen während einer Saison nur gegen die Vertreter der anderen Ligen, nicht gegen die der eigenen Liga, und nur ein einziges Spiel gegen jeden dieser Vertreter austragen. Das heißt, in jeder der aus jeweils 30 Clubs bestehenden internationalen Ligen spielen die Clubs nur gegen die 24 Clubs, die nicht aus der eigenen Liga sind, und es gibt in einer Saison auch nur ein Spiel gegen jeden dieser Clubs. 12 Heimspiele und 12 Auswärtsspiele, und das Los entscheidet, gegen wen man zu Hause und gegen wen man auswärts spielt. In einem Zeitraum von 2 Jahren kann dann jeder Spitzenclubs einmal zu Hause und einmal auswärts gegen die Spitzenclubs der anderen quasi-nationalen Ligen spielen. Das heißt, für den FC Bayern zum Beispiel, dass er in jeder Saison einmal gegen Barcelona, Madrid, Turin, die englischen Spitzenclubs, Paris Saint-Germain etc. spielt, dabei gegen jeden Club aber nur in jedem zweiten Jahr ein Heimspiel hat. Das bedeutet für die Anzahl der Spiele, die jeder europäische Spitzenclub im Jahr auszutragen hat, 22 Ligaspiele plus 24 Champions League bzw. Europa Ligaspiele, also insgesamt 46 Spiele. Zurzeit ist es so, dass zum Beispiel die Champions League Finalisten Liverpool und Tottenham in der Saison 38 Ligaspiele plus 13 Champions League, also 51 Spiele hatten. Also 5 Spiele mehr als diese 46. Das heißt, die Belastung wird für die besten Clubs ein bisschen weniger, aber alle Spitzenclubs tragen 46 Spiele aus, nicht nur die Finalisten, weil keine K.O.-Spiele dabei sind. Schauen wir uns anhand der abgelaufenen Saison mal an, welche Mannschaften in der Champions Liga West spielen würden. Sagen wir die iberische Liga setzte sich aus 9 spanischen und 3 portugiesischen Clubs zusammen. Dann wären anhand der abgelaufenen Saison Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia, Benfica Lissabon und der Sieger aus Getafe gegen FC Porto in der Champions Liga West. Und dann wären der Verlierer aus Getafe Porto,
Sevilla, Espanyol Barcelona, Bilbao, Sociedad und Sporting Lissabon in der Europa Liga West. Die Liga Großbritannien-Irland setzte sich aus 10 Premier League-Clubs plus dem irischen und dem schottischen Meister zusammen. Das wären dann Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal und Manchester United in der Champions League und Wolverhampton, Everton, Leicester, West Ham, Dundalk, irischer Meister, und Celtic Glasgow, schottischer Meister, in der Europa League. Die Liga Frankreich, Belgien, Holland, Niederlande, setzte sich aus 7 französischen, 2 belgischen und 3 niederländischen Clubs zusammen. Das wären nach der abgelaufenen Saison Paris Saint-Germain, Lille, Lyon, Genk, belgischer Meister, Ajax Amsterdam, niederländischer Meister und der Sieger aus Saint-Étienne Eindhoven in der Champions League West und der Verlierer aus Saint-Étienne Eindhoven, Marseille, Montpellier, Nizza, Brügge und Feyenoord in der Europa League West. Die Alpenliga, also nicht Serie A, sondern eher Serie Alpina, setzte sich aus 9 italienischen und jeweils 1,5 Schweizer und österreichischen Clubs zusammen. Das wären nach der abgelaufenen Saison Juventus Turin, Neapel, Bergamo, Inter Mailand, Bern aus der Schweiz und Salzburg aus Österreich in der Champions League West und AC Mailand, AS Rom, Turin, Lazio, Sampdoria, Genua und der Sieger aus Basel-Linz in der Europa League West. Falls sich das am letzten Spieltag der italienischen Liga nicht noch ändert, ich habe das vorher aufgezeichnet. Die Aufteilung der Bundesliga-Clubs könnt ihr ja selber vornehmen. Das heißt, gäbe es diese Regelung für die nächste Saison schon, dann spielten die Bundesliga-Clubs Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Gladbach und Wolfsburg in der Champions League West in der nächsten Saison gegen Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia, Benfica, Lissabon und Sieger aus Getafe Porto, dann Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Paris Saint-Germain, Lille, Lyon, Genk, Ajax Amsterdam, Sieger aus Saint-Étienne, Eindhoven, Juventus, Neapel, Bergamo, Inter, Bern und Salzburg. Die Hälfte dieser Spiele wäre zu Hause, die andere Hälfte auswärts. Es sind dann also in jeder Saison alle Hammerspiele dabei, die sich die Spitzenclubs der Bundesliga nur wünschen können. Zum Abschluss einer Champions League bzw. Europa League Saison finden dann noch je 2 Halbfinals und ein Finale statt, um den europäischen Sieger zu ermitteln. Dabei spielt der zweite West gegen den ersten Ost und der erste West gegen den zweiten Ost die Halbfinals und die Sieger dann das Finale. Den Abstieg aus den quasi nationalen Ligen könnte man so regeln, dass der 12. direkt absteigt und der 11. in die Relegation geht. Für die Qualifikation für die Champions League und Europa League für die nächste Saison bzw. für den Abstieg kann man dann das Abschneiden in den internationalen Ligen zu den quasi nationalen Ligen dazu nehmen. Das heißt, die Clubs müssen sowohl quasi national als auch international bis zum Schluss alles geben, um in der Mischtabelle den bestmöglichen Platz zu erreichen, der über Qualifikation und Abstieg entscheidet. Also Frage an die Fußballfans: Was haltet ihr von diesem Entwurf? Wie cool fändet ihr es, genauso viele Champions-League-Spiele wie Bundesliga-Spiele zu sehen zu bekommen? Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare unten. Ein Grund, warum ich diesen Modus ausgearbeitet habe, ist zu zeigen, dass es manchmal möglich ist, Regelungen zu finden, die scheinbar konträre Interessen am Ende doch unter einen Hut bringen können. Dasselbe gilt dann auch außerhalb des Sports für unser normales Leben. Auch in der Politik wäre es eigentlich oft möglich, sich widerstreitende Interessen unter einen Hut zu bringen. Ich sehe häufig, wie politisch Linke und politisch Rechte sich über Standpunkte streiten, die eigentlich
in Einklang gebracht werden könnten, wenn es das ideologische Hardcore nicht gäbe. Das Problem in der Politik ist natürlich, dass es Menschen in den Eliten auch gibt, die die Fronten zwischen Linken und Rechten sowie auch andere Fronten wollen und auch künstlich erzeugen und unterstützen, gerade damit sich Linke und Rechte nicht verstehen und nicht einigen, sodass am Ende getan wird, was den Eliten recht ist. Das Volk verschleudert seine Kraft dann im Kampf links gegen rechts und nur die Eliten erreichen ihre Ziele. Es geht immer nach dem Sprichwort, wenn zwei sich streiten, freut sich ein Dritter. Eines der Anliegen in meinen Videos besteht also darin, das Volk an der Basis zusammenzubringen. Es ist möglich, Lösungen zu schaffen, die zu Freiheit, Wohlstand, Frieden und damit auch zur Gerechtigkeit für alle führen. Wie sich dies erreichen lässt und wie jeder dazu beitragen kann, ist Gegenstand einiger, eigentlich der meisten meiner Videos. Es geht in den Videos zum Beispiel um unser Geldsystem, um politische und geisteswissenschaftliche Themen und es geht vielfach um die Interpretation symbolischer Texte, wie zum Beispiel von Tolkiens Herr der Ringe, schaut da mal rein, und der deutschen Volksmärchen, also wenn ihr Märchen mögt, schaut euch das auch an. Weil diese sich hervorragend eignen, ernste und wichtige Themen auf unterhaltsame und anschauliche Weise verstehbar zu machen durch die Symbolik. Ich hoffe, das inspiriert euch, in die weiteren Videos dieses Kanals reinzuschauen. Das ist es dann für heute. Denkt immer daran, dass wir in der Welt nur erschaffen können, was in unserem Geist ist. Wenn wir in der Welt Frieden wollen, muss in unserem Geist Frieden sein. Hinterlasst mir ein Gefällt mir, abonniert meinen Kanal und verbreitet meine Videos. Bis dahin, macht's gut.